Gibt es die Ermüdung oder bleibt die Ermüdung aus? Das ist die Frage tatsächlich, die uns jetzt im Moment gerade umtreibt in den Märkten. Der Dow Jones, der soll unser Fokus sein im zweiten Teil dieses Videos, denn erstmal gebührt dem Ehre gebührt, und das ist der Bären beim Rohöl. Denn der Rohölkurs, der ist im Moment sowas von schwach. Wir sind unter die 11 Dollar gefallen beim Juno-Kontrakt bei Crude Oil, WTI für viele eben. Aber wir sehen, dass der Markt eben alles andere als Stärke zeigt. Wir sehen das auf Tagesbasis hier nochmal einen riesen Rutsch hier runter. Wer hätte das gedacht? Na gut, wenn man ganz ehrlich ist, es war nicht wirklich zu erkennen, dass Stärke hier im Markt ist. Also all das, was wir mal nach oben gesehen haben, hat sich ja dann doch als relativ schwach dann entwickelt mit Überlappungen. Auch hier mal so eine Seitwärtsgeschichte. Dementsprechend, für viele war ja so die 20er-Marke, so eine gedachte Unterstützungsmarke, hat nicht gehalten. Bitte nicht davon ausgehen, dass jetzt die 10er unbedingt deshalb eine bessere Marke ist und dass die jetzt unbedingt sicherer ist. Im Gegenteil, wir können auch jetzt noch mit einer Halbierung rechnen. Es ist fast nicht vorstellbar. Wenn wir das nächste Mal tanken fahren, kriegen wir noch was raus. Aber trotz alledem, solange der Markt eben einfach keine Stärke zeigt, und im Moment ist da keine Stärke zu sehen, ist von Käufen dringend abzuraten. Denn wie gesagt, auch das, was man jetzt noch investiert, kann man hälftig mit Sicherheit verlieren. Das war bei 20 auch schon möglich. Wer hätte das gedacht? Das ist natürlich nicht immer sofort so ersichtlich. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass es zwingend darunter fällt. Aber für Long sprach eben tatsächlich nichts. So, wie geht man jetzt als Kurzfristiger damit um? Na, relativ einfach. Wir warten darauf, dass er mal wackelig hochkommt, um dann die Fortsetzung nach unten nochmal zu bekommen. Ob es wackelig hochgeht, das wird tatsächlich abzuwarten bleiben. Wir haben es jetzt gesehen, so richtig wackelig hoch. Er versucht zumindest schon mal mit steileren Bewegungen, aber so richtig wackelig will er wohl nicht. Insofern fällt das schwer, hier die Short-Richtung nochmal rein zu grätschen. Umgekehrt allerdings, wenn er das nächste Mal sowas macht, nicht sofort vor Begeisterung strotzen und sagen, klasse, kaufe ich, sondern wirklich sich bestätigen lassen, dass dann auch die Abwärtsseite auf einmal schwach ist. Zum Beispiel, weil er viel hin und her wackelt oder eben von mir so eine ABC-Kiste macht und nicht, dass er sich das gleich wieder abbaut und nicht, dass er das gleich wieder abbaut. Ja, also ganz wichtig, deshalb auch hier das, was wir immer wieder ansprechen, auf Setup warten, also Richtungswechsel Stärke, Richtungswechsel Schwäche plus der Trigger, dass wir sagen, zum Beispiel jetzt ein Trigger, dass wir das letzte Zwischenhoch rausnehmen. Das gilt übrigens nicht nur für die Freunde des kurzen Handels, sondern auch die, die etwas längerfristig drauf gucken wollen. Die müssen natürlich ein paar Tage länger warten. Beim Tageschart würde das alternativ natürlich genauso gehen. Es ist quasi ersetzbar, nur dass das dann ganz das Ganze dann eben über ein paar Tage oder Wochen dann eben erst sich hinziehen müsste, um sich das zu bestätigen. Kann auch ein bisschen steiler sein, als ich das jetzt hier gezeichnet habe. Aber solange das nicht zu sehen ist, ist es aus meiner Sicht wahnsinnig, hier einfach zu sagen, oh, der dreht da schon. Kann man machen, ist aber aus meiner Sicht nicht so sinnvoll, als wenn man sich das bestätigen lassen möchte und würde. Und wer das nicht auf diesem Zeitfenster machen möchte, der könnte natürlich dann sagen, ich mache das auf Stunde, Viertelstunde, fünf Minuten, welcher Zeitrahmen da für jeden von uns dann eben da der richtige zu sein scheint. So, schauen wir nochmal eben auf den Dow Jones. Ich habe es eben schon angedeutet, wie da die Situation aussieht, zum Beispiel im 4-Stunden- oder sagen wir gleich im Stundenchart, dann sind wir ja noch toll in der Aufwärtsbewegung. Soweit alles gut. Wir erinnern uns, wir sind weit genug gelaufen, dass ein Dreh kommen kann. Ist kein Versprechen, dass jetzt ein Dreh kommt. Allerdings, die Marktteilnehmer, die jetzt im Moment da draußen aktiv sind, scheinen das auch so zu sehen. Denn die Rücksetzer, die wir hier jetzt haben, die sind massiv überlappend. Wir sehen, dass die Tiefkurse niedriger sind als vorangegangene Hochs. Die Tiefs niedriger als vorangegangene Hochs. Also das ist alles überschneidend. Maximal korrektiv aus, was wir hier haben. Aber korrektiv in Trendrichtung gibt es typischerweise eigentlich nicht. Korrektiv ist immer eine Gegentrendbewegung. Mit einer Ausnahme am Ende einer Bewegung. Und das spricht zumindest mal dafür. Ist keine Garantie, aber das spricht zumindest mal dafür, dass die Chancen, dass wir auf der Aufwärtsseite zu Ende kommen, einfach größer werden. Das muss nicht zwangsweise bedeuten, dass es nicht noch einmal hier nach oben geht. Blöde Wahl, hier machen wir das nochmal richtig. Dass es hier nicht nochmal nach oben geht, aber auch das ist dann eben eher begrenzt. Für mich jetzt jemand, als der gerne die Bewegungen sich so ein bisschen anguckt, solange die Aufwärtsbewegungen so aussehen, die abwärts so, kann man nochmal reingehen. Wohlweislich mit nahen Zielen, weil wir eben uns in diesem Verhaltensmuster orientieren.
Wenn er dann drüber hinausschießt, super, Trailing Stop ist immer erlaubt für Leute, die sich die Chancen offen halten wollen, nach oben, gar keine Frage. Wir dürfen allerdings nicht sagen, ach was, das geht bestimmt. Denn so ein Verhaltensmuster ist nicht für das klappt bestimmt, sondern eher, das sieht tendenziell nicht so aus, als ob das klappt. Aber wie gesagt, wer sich Chancen offen halten will, könnte mit dem Trailing Stop operieren. Umgekehrt, wenn der Kurs letzte Tiefs nach unten durchstößt, sowas hier zum Beispiel, dann sind gerne zumindest mal die nächsten Tiefs dann nochmal wieder dran. Da das allerdings dann gleichzeitig wieder bedeuten würde, dass wir auch ja diese Hochs durchstoßen, würde damit das bullische Szenario, was wir hier insgesamt nach oben haben, ja doch deutlich in Frage gestellt werden. Denn das ließe vermuten, dass wir im übergeordneten Bild ebenfalls korrektiv unterwegs sind, was dann Chancen für nach unten wieder erhöhen würde. Ob das hier passiert, das werden wir abwarten müssen. Vielleicht im Zuge dieser Korrektur auf jeden Fall einfach mal diese Zwischentiefs hier als Trigger im Hinterkopf behalten und, was natürlich immer ein Klassiker ist, schauen, in welche Richtung wird geschoben und in welche Richtung wird gewackelt. Das ist zumindest mal ein Indiz. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass das ein bisschen hilfreich war, ein bisschen Anregung gebracht hatte, wie es an den Märkten aktuell aussieht. Wer mehr haben will, der ist natürlich mit dem Trade des Tages gut aufgestellt, mit einer konkreten Trading-Vorstellung. Wer mehr Input haben will zu verschiedenen Märkten, auch mal Intraday aufs Smartphone geschickt, der sollte sich für Trade2Go anmelden, kostenfrei. Dank unseres Sponsorpartners haben Sie die Möglichkeit, das mitzuverfolgen, was wir dort eben immer mal auch innerhalb des Tages sehen. Viele solche Erklärstücke und manche tolle Situationen, die man vielleicht dann auch für den Handel nutzen kann. In diesem Sinne alles Gute für heute und einen guten Wochenstart für diejenigen, die etwas später erst dazustoßen.